Kannst aber ignorieren, man hört es, aber es stört definitiv nicht. Sehr schön. So, herzlich willkommen zu Folge 8 von Meisters Gruppen Let's Play. So, dann. Folge 8 schon, meine Güte. Ah ja. Ist das jetzt Season 1 oder nee, Season 2 Folge 8 oder Season 2 Folge 2? Season 2 Folge 3. Ich habe immer 5 Folgen. Ups. So. Holzbretter. Oh, Höhle. Glück. Wie Glück? Wärst du fast reingefallen oder wie jetzt? Ich grab ja immer nur 2 oder 3 Steine, wo ich noch Licht sehe und lass mich nur fallen, wenn da unten was Sichtbares ist. Und just eben habe ich die Leiter runtergebaut, denke mir, es ist so dunkel und plötzlich sehe ich weit tief unten diese Pilze. Ah. Ja, stimmt. Die sind relativ guter Indikator, weil eben, die wachsen meist in Höhlen und damit weißt du auch schon, ohne dass sie ausgeleuchtet ist, wie groß so eine Höhle ungefähr ist. Und ich habe Glück, es fehlen nur 2 Steine zum Rand der Höhle. Ich brauche nicht irgendwie rumsuchen. Ja, das ist auch immer blöd, wenn du wirklich genau in der Mitte von so einer riesen Höhle rauskommst und dann brauchst du immer erstmal, ich weiß nicht, halbe Stunde, um dich da so lang zu bauen, dass du glimpflich rauskommst. Vor allem, wenn es eine Lavahöhle ist. Und noch eine darunter. Ich habe die Sterne gesehen. Ja, das ist die Skybox von Mythos ist schon ein bisschen seltsam, dass man innerhalb der Höhle auch Sterne sehen kann. Das ist ein bisschen. Da sieht die. Ja, es ist aber logisch nachvollziehbar. Ich habe Sichtweite 500. Da ist aber nichts, was im Speicher ist in meinem großen RAM. Also zeigt er das an, was der Hintergrund noch darf. Und das sind halt die Sterne. Ja. Nee, was ich ja meine ist, wenn man in der Höhle ist, dann schaltet ja Mindset irgendwie die Skybox um. Deswegen hat man auch, wenn man eine große Wand vor sich hat, dunkelt sich der Himmel so ab. Und da hätte ich es aber so gemacht, dass man die Skybox tatsächlich einfach gegen eine Blank Texture austauscht, die einfach komplett schwarz ist. Dass wenn man halt in Höhlen ist und da noch nichts aufgebaut ist, man halt da an der Stelle, wo noch nichts geladen ist, halt tatsächlich einfach gar nichts sieht. Statt irgendwelche Sterne am Fundament, der da unten eigentlich gar nicht sein sollte. Doch, sollte schon. Ich gucke ja durch die Erdmitte, oder? Ja gut, kann man das natürlich auch sehen. Wir kramen uns vor bis zum Erdkern. Yay! Auftrag verstanden, wird ausgeführt. Gut. Das kommt mir gerade irgendwie so vor, Stichwort Generation, wie damals der Witz, Internet wird gedownloadet, bitte warten, bitte legen Sie die nächste Diskette ein. Du, mein erster Computer war ein Commodore 64. Oh, na gut, meiner war dann doch schon ein bisschen neuerer, sage ich jetzt mal. Mein erster war, glaube ich, also mein erster eigener Computer war ein 486er. Ja. Damals. Das mit der Höhle wird schwieriger. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was liegt da drauf für ein Betriebssystem. Das war auf jeden Fall noch MS-DOS, aber ich weiß nicht mehr, welche Version von MS-DOS das war. Ja, und dann viel später kam dann der erste AMD Athlon X2. Der war dann damals schon mit dem ganzen Nagel neuen Windows XP. Und danach habe ich dann gleich an. Ja. Ja, und das ist eine riesige Höhle hier. Uiuiui, ich kriege ja gar nichts zu sehen außen, außer Morgenlicht. Ja, das ist das Schöne an Mindset, ab einer gewissen Tiefe werden die Höhlen einfach abartig riesig. Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja auch diesen Underworld-Server gemacht, wo du halt wirklich auf einer Tiefe von minus 1100 spawnst, auch in einer riesigen Höhle, das ist quasi wie eine eigene Welt. Können die teilweise werden. So, ich habe normale Baumholz, heißt also, ich kann mir jetzt normale Bretter machen und damit dann die Dwarf endlich bauen.
Sehr schön. Ich bin noch am Leben, ich habe den Sturz überlebt und ein DM befeuert mich. Oh. Wenn ich jetzt sage, dass ich zwei Dias erhalten habe, ist das Ergebnis des Kampfes auch klar, oder? Nein, bitte erläuter mal. Und ich habe eben nochmal Mese gekriegt, zweites. Hoi. Jetzt aber los hier. Ja, ne? Wir sollten Fackeln, uns Fackeln, Fackeln, Fackeln. Wir sollten uns zusammentun und ihn ausrauben. Hab schon beide besiegt, aber jetzt erstmal Licht machen. So, Dwarver sind fertig, kann ich die jetzt platzieren und die Kisten langsam austauschen. Sehr schön. Vor allem das Schöne an den Dwarvern ist, die hören dann auch auf diesen, auf diese Area Protection. Heißt also, die sind nicht ungeschützt, so wie die jetzigen Kisten. Die sind ja leider komplett, da kann ja jeder drauf zugreifen, auch die, die nicht in der Area drinne stehen. Und eben bei den Dwarven, da können wirklich nur noch wir, die in der Area eingetragen sind, drauf zugreifen. Das ist dann auch sichertechnisch ein bisschen besser. Höhle minus 504 Goldfund. Na, Gold findet man ja aber schon relativ weit oben. Das haben wir auch schon bei minus 300 gefunden. Ich meine damit diese Fleckchen, diese Sammelpunkte. Achso. Mal langsam gucken, dass ich mich wieder zum Loch hochbaue, wo die Leiter aufhört. Ich komme mal ein bisschen runter. Da habe ich aber Glück gehabt. Pass auf hier, ich bin also just neben dem nächsten tiefen Abfaller noch irgendwo hängen geblieben in der Felskante. Ich schau mal. Das rumst hier ganz gewaltig, aber ich sitze im inneren Zimmer. Ich habe also zweimal Fensterscheiben und Doppelwände um mich herum. Sollte geräuschlos vonstatten gehen. Wo wohnt ihr denn? Bei mir ist hier klarster Himmel. Und super Sonnenschein. Wurde aber noch in Deutschland, oder? Das ist das, was der bei der Wettervorhersage immer sagt. Lokal kann es unterschiedlich sein. Was? Ich dachte, Wetter ist ein globales Phänomen. Oh mein Gott. Gleich sagst du mir auch noch, dass Klimaerwärmung real ist, oder was?
Tja, ich glaub's ja. Donald Trump hat da letztens was anderes gesagt. Also mal so eben vom Thema weg. Klimawandel ist real. Ich kann es seit 6 Jahren hier richtig mitzählen. Jedes Jahr ändert sich es ein Stück weiter. Jeder, der die Augen aufmacht, kann es eigentlich sehen. Aber gut, es ist ein Thema für sich, denke ich mal. Aber ich denke auch, ohne jetzt manche Leute von den Kopf stoßen zu wollen, ich denke mal, das mit der Klimaerwärmung ist genauso ein Ding wie mit der Flat Earth. Leute, die sich halt einfach dagegen verschließen, so etwas zu verstehen, die werden das wahrscheinlich auch nie verstehen. Das Problem ist halt, solche Leute, es gibt es von denen, warum auch immer, tatsächlich immer mehr. Was vielleicht auch daran liegt, an das vorhin angesprochene Phänomen, dass halt gerade jüngere Leute, für die werden die Abläufe in der Welt immer komplexer, weswegen sie immer schwerer zu verstehen werden. Und klar, jemand, der etwas nicht versteht, versucht es sich halt einfach zu erklären. Und der ist natürlich auch anfällig für solche Ansichten, sage ich jetzt mal. Und Ronny hat 50 Abonnenten verloren. Yay! Aber sind es die wirklich wert gewesen? Ich weiß es nicht. Aber das musste mal gesagt werden. Die erste Seite ist fertig. So, schwuppdiwupps. Hat hier jemand mit Wasser gespielt? Meine Lampen sind alle aus, meine Fackeln. Ich musste irgendwie runterkommen. Dann. Sind die Fackeln nur aus oder sind sie tatsächlich weg? Also weggespült oder ähnliches? Die liegen dann eben herum, aber eben aus. Okay, ja, das sieht dann wirklich aus wie Wasser, weil es kann durchaus sein, ich habe mal gehört, dass bei... Er hat es zugegeben, unten Cobblestone ist grün geworden hier, also Täter entdeckt. Okay. Fall das ist die einfachste Variante, runterzukommen, ne? Im Teamwork möchte ich bitte einen Hinweis haben. Ich wunderte mich schon, warum es plötzlich so dunkel ist. Und ich werde ich habe rein nach Gefühl Leitern gesetzt. Wir müssen aber noch mal tiefer runter. Dann macht das jetzt gleich. Da kannst du das Wasser setzen unter der Leiter und dann müssen wir noch mal eine Höhle runter. Das ist ein ganz schönes Stück. Ja, hier alles. Oder findest du so einen Weg runter? Hätte auf jeden Fall. Das ist ja nicht zu glauben. Genau unter dem Loch ist die Höhle, an der du gerade rumgelaufen bist. Das heißt, man fällt hier wirklich ewig tief. Ein Monster.
Jetzt greift auch das mit der dunklen Skybox. Ach, hol immer so ein bisschen Besitz. Wieso habe ich eben erst Avat erster Goldfund? Das ist ja witzig. Vielleicht war das Gold, was du bisher gefunden hast, nur Fake-Gold. Deine Tiefe oder wie jetzt mit dem 522? Ja. Ulo. Doch eigentlich sonst erst später. Ja, und keine Fackeln mehr. Hier ist Kohle, ich habe noch Holz. Oh, schnell. Muss mal kurz AFK draußen die Wäsche und dergleichen vorm Sturm sichern. Ja. Okidoki. Hülle, die ist doch etwas größer. Ja, wie gesagt, ich bin schon gespannt, wenn wir denn die erste wirklich riesige Höhle finden. Weil, wie gesagt, habt ihr Tom. Haben wir gefunden. Ah. Nice. Falls ich schon wieder aufgebraucht. Vor allem gibt es ja immer schön viele Ressourcen. Weil eben ab minus 1000, wo die gerade ganzen riesigen Höhlen anfangen, da fangen dann ja auch die Abfunde und so an. Wobei Meseblöcke kommen, glaube ich, erst weiter unten. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ab welcher Tiefe die kommen, aber eben trotzdem ist halt diese Riesenhöhlen auch immer voll gespickt mit haufenweise Erzen. Was natürlich. Also Meseblöcke kommen, glaube ich, erst ab minus 1024. Ja, dann meine ich ja, wenn ich mit 1000 sage, meine ich immer 1024, genau. Ist ja Binärpräfix, nicht dezimal. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen random einfach gewählt. Nee, ich meine, das ist genau 1024 statt 1000 ist. Klar, es ist natürlich nur eine Zahl, die man in den Quellcode eingibt, von daher kann man da eingeben, was man möchte. Aber ich glaube mal eben, die Entwickler haben sich da halt an dem Binärpräfix orientiert, statt an dem Dezimalpräfix. Ja. Was ich persönlich auch immer mache, ich weiß nicht, irgendwie es macht halt Spaß, so eine Zahlen sehen halt immer schöner aus, finde ich. Bin verstorben auf der Leiter. Na super. Oh. Oh. Dabei habe ich extra schon die Geschwindigkeit, in der man bei Nichtstun Essen abnimmt, extra runtergestellt. Weil ich weiß, damals hatte ich, als ich den Server zum ersten Mal eingerichtet hatte, da war ich ein bisschen geizig, weil ich so dachte, ja, ist ein Survival-Server, da ist halt normaler Tag-Nacht-Rhythmus, in meinem Test ist ja 20 Minuten. Heißt also, wenn man eine Stunde inaktiv ist und nichts isst, ist man tot. Aber da habe ich gemerkt, das ist so für die normalen Spieler halt doch ein bisschen ungewohnt. Weswegen die Zeit
die man braucht zum Verhungern, jetzt doch definitiv größer ist. Von daher. Ich vermute, ich wurde angeschossen. Also Orange ist noch auf 20 von 30. Oh, ich habe kein Mana mehr. Oh. Nee, na, das 20 von 30 ist ja klar, weil eben, wenn du stirbst, wird ja alles zurückgesetzt. Also wird dein Leben und deine Sättigung zurückgesetzt. Mana bleibt tatsächlich, glaube ich, auf 100, genau. Ja, aber eben, 100 wär auch blöd, weil ansonsten würdest du ja gleich wieder sterben, wenn du verhungert bist. Mana ist auf 9, Health ist voll. Das ist dann klar zurückgesetzt. Das gibt jetzt keinen Sinn, aber ich war recht hoch auf der Leiter. Ich hoffe nicht. Aber ich denke, da hat mich einer abgeschlossen. Ich sehe das dann gleich. Ja. Oder war das Dirk, der die Chance genutzt hat? Ja. Oh, ich werde gerade selbst abgeschossen. Moment. Karma ist der Piep. Ah, das ist nur ein Mesemonster. Das ist ja, ich habe bei einer Agentur 3 DMs auf dich angesetzt. Du hast das. Die werden hier richtig vermietet. Ich habe ja auch eine schöne Spur aus Fackeln gesetzt, also von daher haben sie es auch leicht, mich zu finden. Ah ja, manche Brotkrümel, manche Fackeln, so hat jeder seins. Ja, das liegt aber eher daran, dass man in dieser großen Höhle nicht sehen kann. Ja. Doch, die nächsten 51 Fackeln, mal gucken, wie lange ich brauche. Ich laufe eigentlich nur, naja, mehr oder weniger geradeaus, also es ist schon eine große Höhle auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was ich ja in diesen Riesenhöhlen so schön finde, ist, dass sie ja nicht einfach nur quasi eine Blase sind, sondern dass da so mehrere Höhlen quasi ineinander wuchern, weswegen die dich in so einen Riesenhöhlen auch wirklich echt ewig umguckenderweise, ja, sogar schon quasi verlaufen kannst. Und es wirkt aber optisch halt einfach so ultra geil. Deswegen, also ich liebe einfach diese Riesenhöhlen. Das ist, macht schon echt Spaß, die zu erkunden. Gerade mit einer hohen Sichtweite und wenn alles ausgeleuchtet ist. Ja. Ja, und eben geladen. Wenn du die Höhle noch nicht geladen hast, wird es genau nicht angezeigt. Dazu brauchst du dann aber auch einen Rechner, der das ein bisschen halten kann. Ja. Es war wirklich ein DM. Hier ist auch einer. Angriff der DMs. Rüstung hält. Wo sind meine Schuhe? Oh, oh, oh. 2 gegen 1, Leute, das ist unfair. Ja, vor allem bei den DMs, so. Da kann man dann ganz schön schnell in die Schussratte von jedem jeweils anderen geraten. Die Belohnung war so ein scheiß Stück Leder. Hast du gerade das Wort Scheiße gesagt in dem Stream? Nein, du hast dich verhört. Oh mein Gott. Irgendwie enttäuschend. Ich habe die Außenwand der Höhle gefunden. Ich habe meine Schuhe wieder. Und der DM hat sich in einen so mickrigen schwarzen Flattermann verwandelt. Batman!
Boah, hier jetzt Eisen und Kupfer. Für was können wir das eigentlich alles einsetzen, wenn man nicht mal Technik hier? Na, Kupfer kannst du halt zusammen mit Zinn zu Bronze verarbeiten und dann halt für Bronzewerkzeuge verwenden. Gerade bei dem Mapchen ganz gut, weil eben, da findest du halt Eisen immer erst relativ tief. Und da kannst du dann halt schon mit Bronze die Werkzeuge bauen, bevor du denn dein erstes Eisen quasi hast. Oder halt zusätzlich zu dem Eisen, wenn du halt nicht so viel Eisen findest, aber halt mehr brauchst. Eine Spinne auf meinem Kopf. Oh. Die Spinne. Ah, seht ihr eben, wenn ihr gerade in der Höhle seid, da hätten wir ja ein paar von diesen Lebensbäumen anpflanzen können für diese goldenen Äpfel. Weil eben, gerade wenn man in der Höhle ist und dann Damage bekommt, kann man halt aus kritischen Situationen relativ schnell mit diesen Bäumen entfliehen. Also mit den Äpfeln davon. Boah, das ist so schwül. Das ist. Boah. Ja, das hat sich hier jetzt erledigt. Ich habe jetzt die Türen und Fenster aufgemacht und habe so in die Wand eingebaute Lüfter hinten. Die ziehen jetzt die heiße Luft direkt oben an der Decke raus und lassen wunderschön kühle Luft rein. Willst du mich jetzt gerade neidisch machen? Ich komme gleich zu dir und leg mich dort ins Bett. Mein Bett steht im Extraraum mit Klimaanlage. Da habe ich 27 Grad. Im jetzt Zimmer vorne, ja, wo ich früher saß, hatte es 34 Grad eben. Na, wir sind hier hoch in einem Dachgeschoss und ja, mein Zimmer ist so ausgerichtet, dass das Fenster genau so ist, dass hier die Sonne reinknallt. Und wenn wegen Lärmpegel Tür und Fenster geschlossen ist, dann ist das hier quasi ein Brutofen. Sagen, noch geht's bei mir. So, Lebensbaumstamm, Lebensbaumlaub, goldener Apfel, bloß noch ein paar Saplings, dann habe ich von Lebensbaum alles. Ich meine, ich habe ja hinten 6 Zimmer, die zur Vermietung sind normalerweise. Die waren auch mal heiß wie die Wohnung. Und dann habe ich einfach mal, wir haben nur so eingeheckte Dachplatten und da habe ich auf die Dachplatten diese Isolierschaumlabanen draufgelegt. 90 cm oder 60 und 8 Meter lang. Und das sind, ohne dass ich jetzt aktiv gekühlt habe, waren die Zimmer plötzlich 5 Grad kühler. Ja gut. Alter, schon wieder. Mein. Also wegen deinem Dach und so. Ne, wir sind ja hier nur zur Miete drin. Von daher. So, okay. Lebensbaum erfolgreich abgebaut. Sehr schön. Pflanze ich gleich mal einen neuen.
Ich habe mich jetzt mal soweit hier ausgebreitet und gefestigt. Ich werde auf minus 500 nochmal so ein Zwischenlager anlegen. Oh, gut. Ja, zur Not, wenn ihr komplett so weit unten seid, dann können wir das Lager bei minus 300 ja zugunsten des unteren dann aufgeben. Aua, wieder so ein Flattermann. Ich fürchte, diese Lagerstation wird aus Sicherheitsgründen nicht unbedingt sehr angenehm in der Prüfung auffallen, aber als Aussichtsplattform genial. Schwimmt wow. Auf dem Lavasee oder was hast du gebaut? Es befindet sich im oberen Zwischenraum der Höhle. Man kann also von hier die ganze Höhle sehen. Ah, auch sehr schön. Oh, das war jetzt aber 499,5, nicht 500,5. Jetzt muss ich alles neu bauen. Oh. Schon seine Ordnung haben, ne? Ja. Richtig, ja. Richtig. Aber das baue ich dann mit schönem Stein. Der Koppel ist nur die Grundlage. Puh. Ach so, ja, gut, dann ja, ist natürlich was anderes. Schweiß von der Stirn wischt. Wieso Schweiß von der Stirn wischen? Warte lieber noch ein bisschen, dann kannst du drinnen baden. Ich sehe Tin. Ja, wie gesagt, aus Zinn und Kupfer kannst du dann Bronze machen. Oh, was mir heute aufgefallen ist, ich hatte immer in Erinnerung, dass die diamantene Rüstung 80-60 Stealth hat. Heute habe ich plötzlich am Server gesehen, es ist 84-15. Wann ist denn das geändert worden? Weil alle meine Tafeln haben noch den 80er Wert. Gute Frage. Ich weiß nur, dass vor kurzem im Mindtest-Forum eine Diskussion darüber war, bestimmte Sachen komplett einzustellen und dass da also praktisch die Sachen,
welche Werkzeugarten wie stark ist, dass das quasi überarbeitet wird, um es praktisch wieder auszubalancieren. Kann natürlich sein, dass in dem Atemzug diese Armor-Mod auch ein bisschen umgestellt hat. Aber genaueres weiß ich da jetzt auch nicht. Ich habe nichts geupdatet und der Pandora-Admin hat auch nichts geupdatet die Tage. Also das muss schon etwas länger her sein. Aber ich habe bei mir unten auf meinem Server so einen Flur mit allen Rüstungen und darüber eben der Beschreibung, welche Vor- und Nachteile sie bietet in den Werten. Und da steht überall 80. Okay, aber gut. Ja, war mir, also ob es mir wert wäre, eine Lava-Rüstung zu bauen. Aber wir haben einen ganz anderen harten Trick gefunden, der ist ja schon Cheating. Diamond-Rüstung an, aber nur den Helm weglassen und dann die Hazmat drunter. Plötzlich hast du noch 94er Wert oder so. Nochmal was? Du ziehst von der Diamond-Rüstung die Schuhe, Hose, Chest an, aber lässt den Helm weg und dann das Schild dazu. Aber du ziehst da drunter, wenn das vorhanden ist, diesen Hazmat, diesen gelben Taucher Radiation-Schutzanzug drunter an, anstelle dem Helm. Okay. Ja gut. Jo, das ist nämlich 94 wert. Ich habe da so eine Monsterfangstation gebaut, das kann man hier ja dann auch machen, mal als netten Tagesgag. Und da hatte ich dann teilweise 5 DM zugleich. Na, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weil wie gesagt, die Spawnrate ist hier sehr weit runtergesetzt und eben, da muss ja dann einer vor Ort sein, damit überhaupt welche spawnen in dem Moment. Von daher, ich weiß nicht, ob das hier so viel bringen würde. Monster Party killen oder Monster Killer Party? Nee. Also ich möchte mich entschuldigen, ich bin wie der BER, ich hänge meinem Zeitplan enorm hinterher. Wow. So ein paar Jahre, was macht das? Eben. Gut, dann muss ich jetzt mal ganz kurz einen Break machen, Aufnahmepause. Also hier, nächste Folge, ist da schon so. Wenn du das machen musst, dann mach es. Jo, sonst läuft was über. Gutchen, in dem Sinne, ja, bis gleich und schau mit V.